Spiel ist eröffnet. Reichsbergen, der Vorstopper, und Hahn, der Libero. Und schon kommt Johann Cruyff. Tatsächlich steht bei ihm Berti Vogts. Reichsbergen. Kohl und Renzenbrink. Cruyff gegen Vogts. Cruyff am Ball und Freistoß. Oder Elfmeter. Jawohl. Es war innerhalb des Strafraums dieses Vergehen. Strafstoßentscheidung für die Niederlande. Und Neeskens, der schon zwei Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an. Nichts zu machen für Meier. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1:0, Torschütze Neeskens. Hölzenbein, Breitner ist mitgegangen. Elfmeter! Die Szene noch einmal, Hölzenbein, Reichsbergen, schauen Sie hin, meine Damen und Herren, und Breitner die Nerven hat, diese Aufgabe zu übernehmen, beim Stande von 0:1. In der 24. Minute müssen wir das auch können. Tor! Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1:1. Torschütze Breitner. Müller, Vogts, Hölzenbein, wieder Vogts, Vogts. Große Sache von Berti Vogts, aber ebenso auch von Jungbloed, dem holländischen Torhüter, der den Winkel ganz großartig verkürzt hat. Hölzenbein. Grabowski natürlich viel selbstbewusster als in den ersten 20 Minuten. Hoeneß läuft an. Beckenbauer. Großartiges Täuschungsmanöver. Herrliche Parade von Jungbloed. Unglaublich, dieser holländische Torhüter. Alles mit einer Faust. Ja, Grabowski spielt auf. Bonhof. Müller und 2:1. Tore, die Müller macht, die eigentlich nur Gerd Müller macht, weil er die kürzesten Reflexe hat. Selbst wenn der Ball beim ersten Mal vom Fuß springt, er setzt sofort nach. Das war die 44. Minute. Hoeneß. Ein schulmäßiger Kopfstoß des jungen Bonhof.
steigt wie eine Kerze hoch, nickt den Ball nach unten. Da werden Sie es gleich noch mal sehen. Klappt zusammen wie ein Taschenmesser. Aber was hilft das alles, wenn der Ball um 50 cm vorbeigeht? Van der Kerkhoff. Sehen wir es gleich nochmal. In der Tat, Gekröf mit gestrecktem Bein vor. Fühlt sich aber offenbar keiner Schuld bewusst. Repp. Die Tat von Breitner möchte ich noch mal sehen. Jawohl. Und klar den Ball vor der Linie abgefangen. Oh. Das sah gefährlich aus. Das konnte auch gefährlich werden für den holländischen Spieler, der sich von hinten in den Schlag von Beckenbauer warf, der noch am Boden kniet. Cruyff dirigiert alles nach vorn. Jung. Schürbier. Van der Kerkhoff. Oh. Oh, da muss man sich aber bei Meier bedanken. Schürbier. Tor. Nein. Da sagt Meier, frei steht er vor mir. Wieder von rechts außen an den kurzen Torpfosten. Oh, Repp war es. Normale Spielzeit ist vorbei. Fotografen scharen sich schon um Helmut Schön. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt. Oh, hat das Kraft gekostet. Meine hat das Damen und Herren, bitte gehen Sie nicht auf das Spielfeld. Sir Stanley Rouse wird den neuen FIFA World Cup an den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheel, übergeben. Und der Bundespräsident wird nachdem der Bundeskanzler im Hintergrund die Gratulation an die deutschen Spieler übermittelt, Bundeskanzler Helmut Schmidt, den Pokal an Franz Beckenbauer übergeben.